Gediegen gibt sich die Polaris Sportsman 570 SP im Vergleich zu ihren Mitbewerberinnen im Mittelklasse-ATV-Segment. Hier punktet die Sportsman 570 SP mit dem komfortabelsten Fahrwerk, der rundesten Ausstattung inklusive Servolenkung, dem vielfältigsten Zubehörprogramm, den praktischsten Gepäckträgern und nicht zuletzt auch mit dem niedrigsten Spritverbrauch. Vom Gewicht und der Performance her liegt die US-Amerikanerin im Mittelfeld, wobei die Can-Am Outlander L570 als direkte Mitbewerberin doch merklich schneller die 90 km/h Marke erreicht als die Komode Polaris. Für den Vortrieb ist ein 44 PS starkes, 567 Kubik großes Einzylindertriebwerk zuständig, das von der Schweizer Polaris-Tochter ProStar entwickelt wurde. Zu den Besonderheiten an der Polaris zählen ihre beiden Frontstoßdämpfer, die beim Sondermodell, anders als bei den normalen 570er Sportsmännern, nicht in McPherson-Bauweise daherkommen. Speziell bei Polaris ist außerdem der On-Demand-Allradantrieb. Bei aktiviertem 4x4-Modus werden die Vorderräder nicht permanent zugeschaltet, sondern erst dann, wenn an den Hinterrädern Schlupf auftritt. Zu loben ist auch das Engine Braking System EBS, bei dessen Aktivierung das ATV auf Gefällestrecken Schrittgeschwindigkeit hält und auf anschließender Ebene stoppt. Eine willkommene Unterstützung ist das vor allem für wenig geübte Fahrer. Im Rahmen einer Aktion bietet Polaris die Sportsman 570 SP für 9.490 Euro an. Ohne Lackierung und mit kleineren Rädern kostet sie als Modell EPS 8.490 Euro und für seine Einstiegs-Sportsman ohne Servolenkung ruft Polaris Germany aktuell 7.980 Euro auf. Erhältlich ist die Polaris wahlweise mit deutscher LOF-Zulassung oder europaweit gültiger T3-Zulassung. Nicht unwichtig für alle, die mit der Offroaderin auch auf der Straße unterwegs sein möchten.